Prozent noch. Doch wir müssen mit den Folgen nicht umgehen. Nach uns die Sintflut ist das Motto des Systems. Und wir folgen einem Weg, der mit ihm planiert ist. Unsere Schritte sind vieles, doch sicher irreversibel. Und viele interessiert es nicht. Weil hier die Gier, die Maxime in diesem miseren Spiel ist. Was wollen wir bloß unseren Kindern erzählen? Wenn sie vor uns stehen und uns fragen, warum habt ihr es nicht gesehen? Was passiert auf dem Planeten? Für uns geht's um Gewinne und der Tod. Ja, eigentlich ja, aber passiert ja gerade nicht. Alles gut, alles gut. Das, was wir heute daraus machen, wo Zäune stetig wachsen, Träume jetzt erplatzen, wir hinterlassen Kriegsschauplätze, die wir als Fußabdruck in den Sand der Geschichte setzen. Hört ihr die Kinder sprechen, sagt mir warum, schau ihn tief in die Augen und verrat ihnen den Grund, warum wir sahen, aber stumm zugesehen haben, weil wir dachten, irgendwer wird's tun, doch es kam niemals jemand. Ich frag mich, wann wir kapieren, Kinder handeln, wie wir handeln, denn sie handeln wie wir, und weil wir handeln, wie wir handeln, ist der Wandel nicht hier, doch wir zeigen ihnen, in eine Welt vom Hass inspiriert, denn wir retten weiter Banken statt Menschen auf den Straßen. Zu denken, man kann helfen, sein verschwendete Gedanken, das ist letztlich, was wir pflanzen. In denen, die uns folgen, sind geprägt von was wir taten, nicht von dem, was wir wollten. Bitte hört auf!